Ab heute bin ich im Urlaub. Aber ich habe mal einen Kommentar gekriegt, der mir, wodurch ich nachgedacht habe. Bei euch ist das jetzt schon ein paar Tage her, ich produziere das vor. Ich sag nicht von wem, aber hier steht, ich bekomme nie eine Freundin. Also, XD. Da ist die Fahrstuhlmusik natürlich wieder. Ich sag euch, warum es fürs Erste nicht gut ist, eine Freundin zu haben. Vielleicht kennt ihr das. Jemand findet mit 16 Jahren eine Freundin. Irgendwann lassen die sich scheiden. Begründung? Ich hatte nicht genug Freiheiten und er ist mir ein bisschen auf die Pelle gerückt, so. Und ich sag euch, das ist einfach nur lächerlich. Ihr hattet genügend Freiheiten, aber ihr habt die nicht genutzt. Wenn man jugendlich ist, und ich zähle jetzt jugendlich einfach mal von 14, 15, von 12 bis 25, so circa. Circa. Warum nicht erstmal genießen, jugendlich zu sein? Und seine Kräfte für was anderes opfern? Hallo? Gut, wenn ihr eine Freundin habt, ihr wollt am Wochenende was machen. Ihr müsst die Freundin um Erlaubnis fragen. Und dann? Will sie vielleicht mit? Es könnte für euch erstmal belastend wirken. Das ist es aber gar nicht. Produziere das am 31.07. vor, ich bin noch krank. Und dann isst er ein Eis. Yes. Das ist das Leben. It's my life. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Was ist, wenn sie damit nicht einverstanden ist? Streiterei. Weitermachen. Man ist naiv in der Jugend. Ist normal so. Ganz normal. Falls. Falls. Es auf einmal aus sein sollte, dann könnte sowas kommen wie, Mann, ich finde nie wieder so eine. Okay. Es gibt etliche Mädchen. Wann solltet ihr eine Freundin haben? Wenn ihr euch bereit fühlt. Und wenn ihr euch nie bereit fühlt, dann solltet ihr auch nie eine Freundin besitzen. Ganz logisch. Wozu hat man denn eine Freundin? Um später mit ihr eine Familie zu gründen. Nicht mit Gefühlen spielen, nicht mit Gefühlen spielen. Das macht man nicht. Okay, was ist, wenn jemand sexuell tätig sein möchte? Vergisst One-Night-Stands. Da spielt ihr wieder mit Gefühlen. Man weiß nie, was kommt und so. Vergiss sowas. Vergiss sowas. Zur Not könnt ihr onanieren. Zur Not könnt ihr, habt ihr eure Fantasie, was weiß ich auch immer, und dann seid ihr erstmal wieder ein kastrierter Hund. Was gibt es noch für Nachteile, wenn man direkt eine Freundin hat? Wenn es ihr schlecht geht, geht es auch dir schlecht. Wenn es dir schlecht geht, geht es auch ihr schlecht.
Es ist eine emotionale Abhängigkeit und das passiert, wenn man noch nicht reif genug ist. Ich will niemandem sagen, was er machen soll. Ich sag euch nur, wie meine Meinung ist und vielleicht gebe ich euch Tipps, keine Ahnung, wie ihr wollt. Ich habe keine Freundin. Kriege ich kein Mädchen ab? Ich würde jetzt ganz vorsichtig behaupten, doch, ich würde ein Mädchen abkriegen. Verliebe ich mich? Leider ja. Aber ich versuche mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Wenn ich eine Freundin hätte, sie könnte zum Beispiel sagen, hey, ich mag das nicht, dass du YouTube machst. Und dann? Aber wenn ich schon YouTube gemacht habe und dann eine Freundin habe, dann kann sie nicht sagen, dass sie mein Leben jetzt ändern soll. Und das wird sie wahrscheinlich auch nicht wagen. So ist das meistens. Zum Beispiel, wenn der Mann die ganze Zeit schon reitet, leidenschaftlich, und dann mit einer Frau zusammenkommt, hey, die wird nicht sagen, hör mal auf damit. Aber wenn du noch nie geritten hast und auf einmal so die Freundin hast, ne, und du denkst, ja, ich könnte mal reiten, könnte sie sagen, hey, nein, ich will das nicht. Ich will, dass du Zeit mit mir verbringst. Gilt natürlich auch andersrum. Und das ist auch so. Eine Freundin ist eine Verantwortung. Boah, ich weiß noch, meine erste Freundin. Es schien alles perfekt. Aber diese rosarote Brille ist sehr gefährlich. Tragt lieber rote Kopfhörer. Nein, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Versucht eure Gedanken ein bisschen zu erziehen. Sagt euch, hey, also falls das bei euch so ist, ich brauche keine Freundin. Ich habe andere Dinge zu tun. Vergesst nie, ihr selbst zu sein. Lehrer meinte, mit 16 hatte ich eine Freundin. Und jetzt, dann hat er auf seine Ehering gezeigt. Alle meinten, oh, wie süß. Fand ich auch. Ich fand's auch ziemlich süß. Und das ist auch schön. Aber es ist auch ein bisschen kritisch. Beide stehen noch nicht richtig im Leben und so. Wer weiß, ob das ewig hält? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es, dass es ewig hält, weil mein Lehrer ist ein richtig korrekter Dude. Warum sage ich euch das, wenn ich euch doch eh nicht verändern möchte? Geht auf Insta, ihr seht so, oh, die sind zusammen, die sind zusammen, die sind zusammen. Vielleicht mag es in eurem Bekanntenkreis viele Leute in einer Beziehung geben. Und leider nimmt man sich so schnell ein Beispiel daran. Aber da gibt es nichts, wo man sich ein Beispiel dran nehmen kann. Ich kannte eine Beziehung, die so perfekt, die war so perfekt, dachten alle. 5 Jahre. Mittlerweile 6 oder 7. Egal, die Freundin ist fremdgegangen, ist wahrscheinlich bis heute immer noch nicht rausgekommen. Als junge Person möchte man viel probieren. Als junge Person macht man viele Dummheiten. Ich würde euch persönlich raten, nicht zu früh eine Beziehung zu haben. Aber falls ihr eine Beziehung habt, hey, leben und leben lassen, ich bin der Cringe. Ich bin der Letzte, der euch verurteilen würde. Bisschen Aufzugmusik wieder.
Alles klar. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Ich war auch ein bisschen verwirrt. Bruder, wie sehe ich aus? Ich komme nicht mehr klar. Alright. Cringe. Und ab morgen seht ihr vorproduzierte Videos. Oder ab heute, weil das ist auch vorproduziert. Lol. Los. Mua. Ja.